Meine sehr verehrten Damen und Herren, viele haben das Vertrauen in die Politik verloren, insbesondere in die Impfpolitik Deutschlands. Andere Länder machen es uns vor, dass es besser geht. Wir in Höfler haben Vertrauen zu unseren Haus- und Fachärzten. Und wir kommen gerade von einem Treffen dieser Ärzte im Schlossgarten. Es wurde ein 8-Punkte-Programm vorgestellt, wie es besser laufen könnte. Herr Dr. Schneider, herzlich willkommen. Vielleicht können Sie uns noch mal Ihre 8 Thesen erläutern. Wir hatten ein gemeinsames Gespräch mit allen Haus- und Fachärzten vor Ort. Darüber bin ich sehr froh. Es zeigt auch die Geschlossenheit und auch das Engagement aller Ärztinnen und Ärzte im Ort. Unsere Problematik besteht darin, dass wir mit den Impfungen in Deutschland nicht weiterkommen, dass viel Vertrauen verschenkt worden ist durch die schleppende Terminierung der Impfmaßnahme in den Impfzentren und dass vor allen Dingen auch viel Vertrauen durch den schlechten Ruf des AstraZeneca-Impfstoffes völlig unberechtigt verloren gegangen ist. Wir wollen dieses Vertrauen zurückgewinnen. Impfen ist Vertrauenssache. Impfen gehört in die Hände der Hausärzte. Alle 3 zur Verfügung stehenden Impfstoffe, BioNTech, Pfizer, Moderna und AstraZeneca, können ambulant verimpft werden, können in Heimen verimpft werden, können auf Hausbesuchen verimpft werden. Es sind kleine logistische Schritte zu unternehmen. Diese haben wir in Höfloff geschaffen. Wir wollen in allen Praxen impfen. Wir wollen zusätzliche Impfsprechstunden anbieten. Wir können gemeinsam 1.000 Impfungen pro Woche schaffen, ohne Zusatztermine. Durch Zusatztermine könnten wir samstags möglicherweise noch mal 1.000 Impfungen schaffen. Wenn wir so weitermachen in Deutschland, werden wir Ende nächster Woche 5 Millionen Impfdosen jeglicher Hersteller ungenutzt in den Kühlschränken haben, in den Impfzentren. Die Auslieferungen werden erfolgen. Es sind nur die zugesagten Dosen. Eventuell wird es noch mehr. Das können wir so nicht stehen lassen. Wir haben es ja immer gesagt, es war ein Fehler, auf Impfzentren zu setzen. Jetzt lockert man das erst so nach und nach. Man will nicht zugeben, dass es falsch war. Hier liegt das Vertrauen bei unseren Hausärzten. Hier liegt die Kompetenz. Und wir haben kürzlich noch von einem Fall gehört. Im Altenheim sagt man uns, dass dort neu zugezogene im Altenzentrum nicht dort geimpft werden dürfen, sondern sie sollen jetzt nach Salzgitter gefahren werden, weil es einfach im Impfzentrum besser aufgehoben wäre. Was sagen Sie denn dazu? Ja, das ist eine völlig unnütze Anordnung in der Impfverordnung des Landes NRW. Ich darf im Altenheim weiter impfen. Wir haben ja da auch erfolgreich mit BioNTech geimpft. Jetzt brauche ich 6 Neuzugänge, um impfen zu dürfen. Habe ich nur 3 Neuzugänge, müsste ich also warten, bis irgendwann 3 Zimmer frei werden, um dann eine durch 6 teilbare Impfmenge des BioNTech-Vakzins zu erhalten. Da kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Das darf man nicht mitmachen. Das ist Deutschland. Man hat einfach kein Vertrauen zu den Hausärzten, dass die dort vielleicht mal einen Impfstoff gegebenenfalls jemanden geben, der noch nicht in der Prioritätenliste ganz oben steht. Man droht damit 25.000 Euro Strafen, all dergleichen, statt dass man froh ist über jeden, der jetzt geimpft wird. Ja, wir haben das heute gehört. Herr Drosten hat heute vor der Bund-Länder-Konferenz Stellung genommen in seinem Podcast. Und es gibt nur noch ein Thema, was wichtig ist heutzutage. Es geht darum, dass der Impfstoff in den Arm kommt, an den Patienten gebracht wird, dass Betriebsmediziner, Hausärzte und Impfpraxen vor Ort die Bürgerinnen und Bürger durchimpfen. Alles andere ist Randerscheinung, alles andere wird uns nicht weiterbringen in Deutschland. 5 Millionen, das ist eine unglaubliche Zahl. Fehlen natürlich auch AstraZeneca, ein Impfstoff, der bei unter 65-Jährigen insbesondere verimpft wird derzeit. Warum geben wir nicht jedem eine solche Impfmöglichkeit in Deutschland, der es möchte, um möglichst schnell jetzt da durchzukommen? Ja, das wäre die Möglichkeit. Man könnte entweder sagen, jeder unter 65 darf den AstraZeneca-Impfstoff bekommen, um möglichst schnell durchimpfen zu können. Die Gruppe der Erkrankten liegt ja mittlerweile in der Altersklasse von 30 bis 65, bei den meisten nicht mehr im hohen Lebensalter. Da haben wir auch schon gut geimpft in den Heimen. Da sind ja auch die mobilen Impfteams sehr erfolgreich gewesen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist vom RKI und von der Ständigen Impfkommission letzte Woche angekündigt worden, dass die Zulassung für den AstraZeneca-Impfstoff erweitert wird auf die Gruppe der über 65-Jährigen. Das wird nicht gemacht, weil man sagt, wir haben zu viel Impfstoff, wir müssen den wegtun in die Arme der älteren Leute. Das wird gemacht, weil es gute Studienlagen gibt mittlerweile aus Schottland, aus Großbritannien, wo man wirklich sagt, der AstraZeneca-Impfstoff verhindert in der Gruppe der über 65-Jährigen schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und nahezu alle Todesfälle. Das haben wir vorher nicht gewusst. Diese Studien haben wir jetzt. Es muss dringend diese Woche die Altersfreigabe erfolgen und dann muss durchgeimpft werden. Stichwort BioNTech. Auch dort hat man immer gesagt, Hausärzte können das nicht verimpfen, weil die Kühlkette würde unterbrochen. Das stimmt doch nicht. Ja, das hat sich mittlerweile geändert am Anfang und das war auch der Sinn der Impfzentren. Es ging um minus 70 Grad, es ging um Lagerungsmöglichkeiten, es ging natürlich auch darum, dass man Sicherheitsmaßnahmen einleiten musste mit Polizei und Sicherheitsdiensten, weil man Sorge hatte, dass Impfstoff gestohlen wird. Diese Situation hat sich entspannt. Mittlerweile ist der Impfstoff 120 Stunden im Kühlschrank zu halten, also 5 Tage, kann aufgezogen werden, kann verimpft werden.
kann auch beim Hausbesuch mitgenommen werden. Das ist jetzt alles deutlich lockerer. Die Situation hat sich geändert. Unsere Impfstrategie mit den Impfzentren hat sich nicht geändert. Wir hinken so weit hinterher, dass wir das nicht mehr akzeptieren können. Im Gespräch gerade mit den anderen Hausärzten wurde sehr, sehr deutlich, dass die Ärzte selbst am besten wissen, was der Patient braucht, wer als erstes dran sein sollte. Sehen Sie es ähnlich, dass wir das Vertrauen einfach haben sollten in unsere Ärzteschaft, dass die sagen, der oder jener sollte als erstes den Impfstoff bekommen, wenn ich ihn gerade verfügbar habe? Ja, ich habe sehr viele Patienten auch, die sagen, wenn du mir sagst, ich soll den AstraZeneca-Impfstoff nehmen und meine Frau auch, dann ruf mich an, wir lassen uns impfen. Die werden nirgendwo hingehen, auch selbst wenn der AstraZeneca-Impfstoff über 65 freigegeben wird. Wir beraten als Hausärzte, als niedergelassene Ärzte, aber auch als Gynäkologen, die ja eben auch bei uns in der Sitzung dabei waren. Wir beraten unsere Patientinnen und Patienten individuell und sagen, das ist für dich richtig, das solltest du machen, das würde ich dir empfehlen. Darauf warten die Patienten, damit werden wir die Impfquote deutlich steigern. Wir werden die Akzeptanz des AstraZeneca-Impfstoffs, der, wie ich eben gesagt habe, wirklich sehr gut ist, auch deutlich weiter steigern. Und wir werden vor allen Dingen irgendwann dahin kommen, dass wir unsere 70 Millionen Bürgerinnen und Bürger durchgeimpft haben. Also Schluss mit den Impfzentren. Bitte geben Sie das Ganze in die Hände unserer Ärzte. Gerade auch wegen der Mutation. Auch die ist in Höfloff im Moment immer mehr spürbar. An den Zahlen lesen wir ab, dass mehr als 50% inzwischen von der britischen Mutation betroffen sind. Was hat das für Auswirkungen in den nächsten Wochen? Ja, das ist das Dramatische. Wir haben in Höfloff ungefähr 50% der Infizierten, die die britische Mutation nachweisen lassen können. Die britische Mutation, das wissen wir noch nicht, ob sie wesentlich aggressiver vom Krankheitsverlauf ist, ob sie auch häufiger den Tod bringen kann. Das ist alles nicht bekannt. Wir wissen, dass sie ansteckender ist. Schützen können wir uns gegen die britische Mutation nur durch Abstand, durch Maskenschutz, durch Hygiene. Und was ganz wichtig ist, nochmal wegen der Aerosole, das ist auch das, was immer wieder jetzt gesagt wird, wo man wirklich nochmal drauf eingehen muss, Innenräume, Innenraumbelüftung, Abstand halten in Innenräumen, möglichst kurz in den Innenräumen nur aufhalten. Ich hatte gestern noch einen interessanten Bericht auf WDR gehört, Ratssitzung online, weil auch da die Gefahr besteht, Mutationen breiten sich aus, die Tröpfchen können durch Belüftungsmaßnahmen nach 45 Minuten nicht ausreichend aus der Luft gewaschen werden. Ein interessanter Bericht sagt, lieber 3x30 Minuten Schulstunde zwischendurch lüften und raus als 2x45. Das zeigt nochmal die Bedeutung der Belüftung. Bis wir alle durchgeimpft sind, helfen wir uns jetzt mit Testen. Wir haben auch seit dieser Woche ein Testzentrum in Höfloff am Schützen- und Bürgerhaus. Wie sollen wir damit zukünftig umgehen? Können nur diejenigen, die selbst bezahlen können, einen solchen Test in Anspruch nehmen? Oder wer sollte sich trotzdem zusätzlich testen lassen, vielleicht mit anderen Mitteln? Ja, also das sollte ja eigentlich letzte Woche losgehen, Anfang März, dass jeder Bürger das Recht hat, sich zweimal in der Woche kostenlos testen zu lassen. In diesen Testzentren wird die komplette Logistik, das Material und alles vorbehalten. Sie sollen Wohnort heimatnah gemacht werden. Man kann das auch überregional oder interkommunal machen. Nur die Bevölkerung soll eben die Möglichkeit haben, sich auch außerhalb von Arztpraxen testen zu lassen, außerhalb von Apotheken und das kostenfrei. Das wird heute möglicherweise in der Bund-Länder-Konferenz nochmal umgesetzt. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Tests gehören zumindest in geschultes Personal, zumindest in irgendeine Einrichtung, wo dann auch gesagt wird, ein positives Testergebnis muss dann auch gemeldet werden und durch einen PCR-Abstrich ergänzt werden, weil ich nur so die Infektionsketten unterbinden kann. Eben habe ich gelesen, bei Rossmann soll es demnächst auch die Tests geben. Das ist auch gut, jeder Test ist gut, aber es muss sichergestellt sein, dass ein positives Ergebnis auch zur Nachverfolgung der Infektionsketten und zu Quarantänemaßnahmen führt. Viele Leute fühlen sich stigmatisiert, wenn sie ein positives Testergebnis haben. Sie werden es nicht weitermelden. Dadurch stecken sie weiter an oder haben angesteckt und das ist die große Gefahr. Deswegen Impfzentren erweitern auf dezentrale Impfung bei den Hausärzten und Testzentren auch dezentral den Bürgerinnen und Bürgern kostenlos zur Verfügung stellen. Sie arbeiten ja auch sehr eng zusammen mit dem Testzentrum. Wann sollte ich als Mensch in das Testzentrum gehen, wenn ich meine Familienangehörigen besuche, wenn ich irgendeine besondere Veranstaltung besuche? Wann bietet es sich an, durchaus mich vorher einmal durchtesten zu lassen? Also durchtesten zu lassen bietet sich immer an, wenn der Gesetzgeber sagt, du kannst es einmal die Woche, du kannst es zweimal die Woche. Das sollte man nutzen. Wir haben das ja schon bei den Lehrerinnen und bei den Kita-Mitarbeiterinnen. Die haben die Genehmigung, sich zweimal testen zu lassen. Die nehmen es auch sehr gerne in Anspruch. Ansonsten, wenn man sagt, ich möchte mich vielleicht irgendwo mit einigen Leuten treffen, beziehungsweise sobald es wieder geht, ich möchte auch, dass mein Kind möglicherweise wieder mit 10 Kindern zusammen Fußball spielen kann, dann sollte man solche Tests in Anspruch nehmen, ab und an, möglichst einmal in der Woche, dass man das machen kann, dass man jetzt sagt, ich lasse mich testen, danach darf ich in Elli-Markt, Aldi oder Netto-Markt gehen, das glaube ich wird so nicht kommen. Auch das Testen ist
wichtig und sinnvoll. Aber auch das ist ein Nebenkriegsschauplatz. Unser Schauplatz sind die Impfungen. Wenn wir 5 Millionen Impfungen pro Woche durch niedergelassene Ärzte schaffen, dann sind wir, wie wir es gesagt haben, bis zu den Sommerferien mit den Impfungen durch. Vielen Dank, Herr Dr. Schneider. Ein Dankeschön habe ich heute auch ausgerichtet an alle Ärzte und Ärztinnen in Höhloff, die seit einem Jahr über das normale Maß hinaus hier wirken, neben den Krankheiten, die sie sonst zu behandeln haben, beim Thema Corona ganz, ganz stark gefordert waren. Deswegen auch von dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an die gesamten Ärzteteams, an die gesamten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Ärzteschaft. Ich glaube, wir sind stolz in Höhloff, dass wir so engagierte Fachleute haben. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass man sie heute auch im Schulterschluss gemeinsam aufs Foto begeben hat und dieses 8-Punkte-Programm gemeinsam verkündet hat. Gemeinsam werben wir dafür, dass unsere Hausärzte zukünftig hier vor Ort impfen dürfen. Ein herzliches Dankeschön nochmal an Sie, Herr Dr. Georg Schneider.